So. Warte, Puma, ich mach dir Platz. Das machen wir mal weg. Nee, das kann bleiben. Ich muss mal ganz kurz am Kind gucken. Da. So. Das sind 2, 4, 3, 5, 7. 10. 4 mal 10. Blade. Das wird passen. Das würde passen. Aber ich nehme 6 mal 10 Blade. 6. 10. Blade. Und
eine 4x10 in der Mitte. 4x10 in der Mitte. Eins breiter oder in der Ecke eins breiter? Die können so bleiben. Das heißt, vier mal 12. In braun. Vier mal 12 Blätter in blau. Braun. Dann den blauen Rand. 2 mal 8 Blätter. Was los, Katze? Ich will sie gleich haben wie da. Wir müssen die nochmal weiß. Schnappe ich mit unten raus.
So, so. Dann einmal 10 Blade. Katzen, benimmt euch. Nur 14er gibt's nicht, oder? Nee. 14er gab's nicht. Gab's nur die 1er. Dann 1, 1. So, bevor wir weitermachen, erstmal gucken, wie es passt. Vordere rausnehmbare Schachtel. So, da müssen wir jetzt nicht die Treppe doch. Baue ich die Treppe hier ein. Die Treppe nach da. Ist dann da auch nicht im Weg. Die Kanone kommt ja da. Da. Das Format lassen wir so. 4x10. Wally, geh mal da weg. Nochmal bis da. So. Machen wir das so. 2x2. Ich wollte schon 2x. 4x6. 2x6. Plate. Dann machen wir da wieder die Höhe. Dich kann ich auch nicht für. Nehmen wir mal 2x8. Ja, 4x8. So und so.
4x4. Das kopieren. Dann nehmen wir gleich eine hier niedriger. Ja, die machen wir auch so. Das Muster hinzukriegen. So, 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 so. So, jetzt kann das weg. Na komm, Connector. Connector. Dieses Programm manchmal. Na also. So. Vom Mast passt das? Ist das gut? Gucken wir kurz den Hilfsstein. Auf dieselbe Ebene. Ich muss so runter. Okay. So, wie machen wir das? Na komm, gib da runter. So. Programm. Ja, einen gewissen Rand. 2x6. Da nur ein weißes Feld dazwischen.
machen wir mal so. Einfach gucken, wo es hingeht. Das machen. Ich setze mal drunter. Gucken, wie das aussieht. Dann kommen wir auf die eine Höhe. Das wäre der eine Kasten. Bidum, bidum. Ah, ich mach's erstmal so. Eins, zwei, drei, eins, so. Drei müsste ich ja dann nochmal. Oder mache ich mal das so, Blade drunter. Und dann wie da drüben. Einmal eins round in braun. Habe ich denn mal eins? Wie heißt das nochmal? With Verticus. One Rhines, Verticus, Swirl. Okay, Swirl. Mal gucken, ob ich so eingepasst kriege. Und dann gucken, ob wir die Höhe haben. Ja, das sieht gut aus. Das stört nicht. Bei der Kanone dann. Das einzig Blöde. Noch irgendwas hin.
Ecke. Das baue ich nochmal um. Also das nehme ich mal so raus. Auf der Seite nur. Komme ich da auf die Höhe, ne? Einmal 3 Slope. Frage, welche Farbe oder ob ich Steine. Das passt so von der für die Treppe. Kann sogar doppelt sein, 2x3 Slope. Machen wir es hier doppelt. Theoretisch müsste es blau sein. Gibt es den überhaupt in blau? Passt die Höhe nicht ganz mit dem anderen blau, aber wir gucken mal, wie es aussieht. Ach, 1 mal 2. So, mal 4 breit. Genau. Anders da machen die weg. Machen wir einmal 6 Blade. Warte auf die Länge. Und hier ist Kopf wie geratscht. Machen wir 4 Blade. Mal gucken. Das Blau ist genau eins tiefer. Das blaue Slope. Genau eins tiefer, dann würde es besser passen. Nichts im Weg.
Den muss ich unterteilen. Das ist ja ein 10er. Machen wir mal 206 Blade. Hier drunter. Da drunter. So. Ja, der muss ja raus, egal wie. Der wird gleich aber von da ja auch noch gestützt. Der wird ja von da noch gestützt. Muss so erstmal. Dann kann ich das da besser machen. Auf die Seite. Also 6, 7. Na, Connector, bitte. Das hier anders da machen. Und so anders da. Von da nach Stütze, wenn ich den mit der 6er mache. Ja, so wird ein Schuh draus. Kurz mal gucken. Sitzt noch nicht drauf. Na, was meckerst du rum? Nichts im Weg.
Ja, doch, klar. Nee, eigentlich nicht. 3. 1, 2, 3. Vielleicht kommt er damit nicht gerade zurecht. 1, 2, Blade. Na, warte. So, und das muss ja dann noch eine Stufe raus. Von dem Blauen her passt jetzt. Muss ich nur überlegen, ob ich das Seitenteil. Der Seitenteil mache ich nicht höher. Das 1 drunter und dann braune Fliese drauf. Ja. Okay. Die Kamerasteuerung von dem Programm ist der Wahnsinn. Zweimal 12 Blade. Komme ich nicht hin. Fehlen 3 und 3. Ah, 15, 18. 18. Kann ich ja theoretisch die nehmen. Mal hinlegen. Ist denn da schon mal der Chip? Ah, was mich jetzt stört, ist. Die Geschichte. Dass hier so weit gerade ist.
ich jetzt das und das noch so mache, bin ich auf derselben Höhe wie oben? Nochmal. Na komm. Nein, ich möchte keine Follower kaufen. Bestimmt nicht. Ich muss auch nicht famous werden, ich habe einfach Spaß bei der Sache hier. Machen wir einmal 6. Da rein erstmal. Dann einmal 3. Einmal 2. Dann wieder anpassen. Natürlich bis da vorne hin blau machen. Was sind da? Da passt wunderbar. Da passt das wunderbar. Zwei tiefer als da. So. Theoretisch. Was ist denn, wenn ich das mal mache? Ich mache das jetzt einfach. 2 mal 8 Blade. Passt du dann da? Im Blau. Gibt's dich überhaupt? Ja. Ist aber schon zu. Sind 2, 4, 6, 8. Doch, 8. Müssen wir passen. Sind 7, 6, also 2 mal 6 doch. Nur.
da noch überlegen, ob ich das dann da weiterführe. Dann ist da noch ein blauer Streifen quasi durch. Ja, das geht. Das machen wir so. Keiner dabei, der nicht gepasst hat? Ne, alle verfügbar. Alle verfügbar. So. Damit der stabiler wird, könnten wir. Nee, nicht stabil, damit es leichter einzusetzen ist, machen wir dann da mal Hinweis. Ja, ist schwer zu sehen. Dann eine saubere Kante, damit man das leichter rein und raus nehmen kann. Und die Nachricht kann man die nicht. So. Mal 6. Das sieht gut aus. So. Dann einmal 8. Blade. Einmal 6 Blade. Brauch nochmal einen Kaffee. Oder so. Dann passt das gleich. Einmal, zwei. Red. Müsste es jetzt auf der gleichen Höhe sein, richtig. Machen wir links und rechts noch einmal zwei hin. Und dann machen wir den Kasten zu.
konstruktionstechnisch ist stabil, ne? Oder muss ich da noch rein drunter machen? Wenn ich jetzt da noch einen drunter setze, ist wahrscheinlich stabiler. Drunter. So. Und dann ein 1x8 Plate. Nimmt man das Ganze raus. Dann kann man es hier fertig vergleichen. Ziemlich die gleichen Höhen und alles. So. Was nehmen wir denn da? 4x. Sechsmal. Acht. Wait. Ist eins zu weit. Hab ich schon gedacht. 4x8. Das bin ich drin. Komm schon, jetzt. So. Und wir können das oben mal fertig machen, noch schnell. Jetzt machen wir das so, 2x2, dann müssen wir wieder gerade kommen, eigentlich. So, so. Nee, kommen wir nicht. Schade. Nur anpassen. Das ist ja sehr wie immer. Also lass mal so.
So, lass mich das. Sechs Teil Blau. So. So, das ist auch stabil. Jetzt gucken wir, wie das aussieht. Ach komm, bitte. Jetzt liegt nicht immer so viel rum. Was passt denn nicht? Sagen, passt doch. So, hier haben wir dieselbe Linie. Jetzt könnte man natürlich da noch den rausnehmen. Farben passe ich gleich an. Weiß. Da geht das sogar um die Ecke. Das gefällt mir, ist halt nur zu wegen Auflockerung, ob das hier noch irgendwas blau sollte. Na, mal rendern lassen. Dann sehen wir ja, wie es aussieht. So, so. So, während das rendert, hole ich mir einen neuen Kaffee.
Ja, das sieht doch gut aus. Der Werdegang. Die Musik mache ich wieder aus. Tack. So, das ist so der Werdegang, was das Schiff angeht. Und die Idee ist, quasi eine Schiffshülle zu schaffen, die so ist, wie sie ist. Und in der Schiffshülle aber wie eine Art Schachtel zu machen, die man dann rausnehmen kann zum Bespielen. Dass man auch überall an das Schiff gut drankommt. Das heißt, mich stört halt bei den aktuellen Lego-Schiffen. Wir haben, also ich habe jetzt zum Beispiel die alte Sea Barracuda, also Black Sea Barracuda oder das Imperial Flaggschiff habe ich und so. Das ist alles schön. Ist alles cool. Aber es ist halt doof mit Bespielen. Das Einzige beim Imperial Flaggschiff, weil du es abnehmen kannst, das finde ich extrem cool zum Bespielen. Und wir wollen aber ein größeres Schiff machen. Also mein Sohn entwickelt immer mehr Interesse an Lego. Und auch an Lego Piraten. Also er ist gerne Captain Rotbart. Aber er wünscht sich halt auch ein großes Soldatenschiff. Und ich habe auch gemacht mit ihm, weil es halt momentan nicht so gut finanziell geht und alles, dass man, dass ich anfange am Computer ihm ein Schiff zu entwerfen. Ihr seht jetzt die Bilder, so ein bisschen dokumentationstechnisch dazu. Und wenn irgendwann es wieder besser geht finanziell, dass man dann nach und nach dieses Schiff per Bricklink, also es ist, ist ja das Bricklink Studio 2.0, nach und nach ein kleines Making halt bestellt und das nach und nach halt aufbaut. Und dann hat er, ja, zu seinem 8. Geburtstag ist es geplant, ein großes Schiff, womit er viel Spaß haben wird zum Spielen. Also mein größter Kritiker ist mein kleiner Sohn. Wenn es meinem kleinen Sohn was nicht gefällt, dann muss ich es umbauen. Also der guckt sich's immer an, sagt, oh, das gefällt ihm oder das will er anders da haben. Aber ich will ihn jetzt noch nicht hier in Stream oder so reinholen, dass ihr ihn hört, weil er ist erst 5 Jahre alt. Und das gehört sich halt noch nicht in meinen Augen. Ja. Ihr seht, wie sich das so entwickelt. Vorne, der Adler ist ein Shima-Adler, also wir haben uns darauf geeinigt, dass das Schiff wahrscheinlich Seeadler heißen wird. Und es ist noch einiges zu tun, man sieht's ja. So, nochmal die ganze. Und die Idee vom Schachtelprinzip ist, und das kann ich jetzt hier mal am besten zeigen, man sieht ja hier die Freiräume dazwischen, das hier ist fest. Das ist fest. Es sind lange Stangen durch. Was auch fest bleibt, ist die Wendeltreppe. Damit die Wendeltreppe halt beim Ein- und Ausbauen nicht kaputt geht. Und hier hinten kommen einzelne Stockwerke drauf. Man sieht es ja hier. Ein Stockwerk geht bis hier zum Rausheben. Dann kommt das nächste Stockwerk drauf zum Rausheben. Und hier oben kommt natürlich der Aufbau noch drauf. Auch zum Rausheben. Hier die Schachteln werden gesamt zum Rausheben sein. Das hier wie quasi kleine Häuschen, die da einfach nur drinnen stehen. Und hier habe ich jetzt erstmal angefangen, quasi den Deckel von dieser Schachtel zu bauen. Hier vorne kommen noch auf jeder Seite 2 Kanonen, also 4 Kanonen hin. Und so soll das dann funktionieren, dass man das dann so rausnimmt. Und dann kann man hier reingucken, kann Männchen reinstellen, kann da was bespielen, wie man will. Hier unten ist die Munitionskammer zum Beispiel, da kann man mit der Munitionskammer was machen. So wie halt Kinderfantasie ist. Er wollte ein Gefängnis haben, das Gefängnis habe ich ihm gebaut. Mannschaftsbetten, dann schön großen Küche. Dann haben wir uns darauf geeinigt, hier hinten ist so ein Geheimraum. Also das nächste Stockwerk ist ein Lager.
Lagerraum, wo dann Gemüse und Fisch und alles gelagert wird. Und hier hinten, und hier kommt dann eine Klappe hin, bei der nächsten Stockwerk, wo dann hier eine geheime Schatzkiste drin stehen wird. Ja. Und damit hinten die quasi die Stockwerke schön aufeinander stehen und stabil sind, habe ich halt diese Konstruktion gemacht. Die ist dann aber leicht abnehmbar. Dann kommen hier auf jedem Stockwerk einmal diese Noppen. Und dann kann man das so befestigen und dann zusammenhalten. Also es wird stabil werden. Aber es wird halt ewig dauern, weil es soll schön werden. Und es soll halt so werden, wie mein Sohn das haben möchte. Also wenn es euch da draußen nicht immer gefällt, ist es halt die Fantasie von einem 5-Jährigen, die ich versuche umzusetzen. Also er findet zum Beispiel diesen Schima-Adler, den haben wir, richtig toll, und den wollte er vorne als Galionsfigur. Und die allein unterzubringen, musste das Schiff halt eine gewisse Höhe haben, damit der nicht so übermächtig aussieht. Ja. So viel dazu. Und ich würde sagen, für heute reicht's, weil der Kleine will wieder bespaßt werden. Und deswegen gehe ich jetzt, wenn das da drauf passen würde, da mal gleich offline. Jetzt passt es wieder. Das wird besser werden mit dem Einpassen, wenn das bis unten hin quasi draufsteht, weil dann ist das ein Modul und dann steht das drauf. Was ein richtig Spaß machen wird, ganz zum Schluss, ich hatte jetzt da zwischendurch keinen Bock, ganz zum Schluss dann die Bauanleitung zu machen. Das wird richtig ätzend, aber man macht es ja für sein Kind. So. Dann wünsche ich noch einen schönen Morgen.